Hallo Leute, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Und zwar habe ich heute Geburtstag und deswegen habe ich mir überlegt, wir drehen das ganze Spiel heute mal ein bisschen um. Und ich spiele heute mal ein bisschen den Kameramann und der eigentliche Kameramann, der René, der muss mal heute was machen. Ich habe hier nämlich ein paar Pflegeprodukte bekommen, die müssen wir testen. Natürlich würde ich sie am liebsten an meiner Limo testen, die aktuell noch hier bei uns im Ladenverkauf steht. Und wir gehen jetzt mal zum René hin und teilen ihm das Ganze mit. René? Überlegt, wir drehen das heute alles mal ein bisschen um. Mhm. Ich mache heute den Kameramann. Okay. Vielleicht hast du ja mitbekommen, dass heute unsere Pflegeprodukte angekommen sind. Und die müssen wir jetzt testen. Okay. Ihr müsst wissen, René ist leidenschaftlicher Autowäscher. Der fährt teilweise ein, zwei Mal die Woche eine halbe Stunde nur zum Autowaschen. Also Anfahrt plus Abfahrt plus wie lange brauchst du beim Waschen immer? Anderthalb Stunden. Okay, das ist nämlich auch der Grund, warum er das heute nämlich machen darf, weil der hat da nämlich definitiv mehr Ahnung als ich von. Und deswegen kriegst du die geile Aufgabe, du darfst heute meine Limo waschen. Okay. So, noch steht sie zwar hier im Ladenverkauf, aber die fahren wir jetzt hier raus und dann fahren wir zum Waschpark und dann waschen wir das auch mal. Mit dem Unterschied, ich halte heute die Kamera und du wäschst. Ja, gute Idee. Also bitte entschuldigt, wenn es gleich ein bisschen unruhig wird und so weiter, ne? Ist für mich auch das erste Mal. Und aber wir kriegen das hin. Ich hoffe. Ich dachte erst, er wollte mich veräppeln, als er sagte, ich soll seine Limo waschen. Das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, stell mal vor, du machst einen Kratzer rein. So, wir sind jetzt hier bei Famila in Langenhagen angekommen. Hier wasche ich immer. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie der René mein Auto so wäscht. Tja, also wir haben hier unsere neuen Pflegeprodukte, die gibt es demnächst im Onlineshop zu erwerben. Und heute darf der René die ganz unparteiisch einfach mal testen und mal zeigen, was er drauf hat. Ja, wir versuchen es mal. Ich fange an mit dem Felgenreiniger, weil das ein bisschen einwirken muss. So, also das ist jetzt hier quasi der Live-Test von den neuen Produkten. Kurz zu den Produkten schon mal. Das ist alles made in Germany. Ich habe mich vor ein paar Wochen dazu entschieden, mal eine Pflegeproduktserie rauszubringen. Viele von euch kennen ja bestimmt schon unsere Mikrofasertücher, die orangenen. Und es kamen halt viele Kunden an und meinte, ey, bring noch mal ein bisschen Pflegemittel dazu raus. So, und so stehen wir jetzt heute hier und testen einfach mal den Prototypen der Pflegemittel. Bis das Video online ist, denke ich mal, sind all diese Sachen bereits inseriert und bei uns im Onlineshop zu finden. Es gibt eigentlich alles querbeet, über Felgenreiniger, dann gibt es noch weitere Reiniger, wie ein, was haben wir da noch? Das war jetzt gerade der Felgenreiniger. Das war der Felgenreiniger, genau. Jetzt würde ich anfangen mit dem Vorreiniger. Einfach ein bisschen sanft drauf sprühen überall. Das heißt, der Vorreiniger ist wofür genau? Der löst einfach den Schmutz so ein bisschen. Also das ist eigentlich ein Allzweckreiniger, den du für alles nehmen kannst? Genau. Okay. Man muss jetzt dazu sagen, viele wissen natürlich, dass ich auch relativ viel das Auto wasche. Und allzu dreckig ist er gerade nicht, aber das Auto stand bei uns im Ladenverkauf vom letzten offenen Freitag noch. Und deswegen möchte ich ihn jetzt auf jeden Fall noch einmal überwaschen, bevor er in die Halle kommt, zerlegt wird, weil es ja aktuell so ein bisschen Probleme mit dem Kühlwasser gibt und ich den Motor wieder auspumpen muss. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal auf einige geile Videos freuen, weil wir werden wieder mit Björn einiges zerlegen und machen. Das ist übrigens für mich auch das allererste Mal hier an der Kamera. Bitte entschuldigt,
jegliche Verwackler oder Ähnlichkeiten. Ich gebe auch mein Bestes. So, jetzt hätten wir als nächstes zur Auswahl noch einen Insektenentferner. Ich glaube, den können wir uns allerdings sparen. Das glaube ich auch, ja. Weil da sind keine Insekten drauf auf dem Auto aktuell. Genau. Jetzt warten wir ein bisschen. In der Zeit können wir schon mal das Shampoo reinmachen. S1. Alter, das riecht gut. Was ist das für ein Geruch? Tja, das verrate ich jetzt nicht. Das sollen die Zuschauer lieber selber erraten. Ich kann euch so viel schon mal sagen. Wir haben viel ausprobiert, viel getestet und wollten da wirklich euch ein hochwertiges Produkt liefern. Und so haben wir jetzt die Serie fertig. Oh, ich sehe, hier wird gleich der Deckel als Messbecher benutzt. Ja, ganz wichtig bei einem schwarzen Auto ist auch immer mit ganz, ganz, ganz viel Wasser waschen. Ich persönlich wasche zum Beispiel das Auto nur, wenn ich wirklich einen Hochdruckreiniger zur Verfügung habe. Falls es mal auf manchen Events oder so keinen Hochdruckreiniger gibt und manche Leute einfach nur mit einem Eimer Wasser anfangen zu waschen, das mache ich nicht. Habe ich einmal gemacht. Katastrophe bei unischwarzem Auto, weil man sieht es im Lack definitiv danach. Also immer schwarzer Lack, viel Wasser. Das Ganze soll heute aber natürlich nicht ein wie wasche ich mein Auto richtig Video werden. Genau. Sondern wir haben heute den 10.10. Wir laufen beide hier im T-Shirt rum, weil es einfach nochmal so geiles Wetter ist. Und deswegen dachte ich einfach, wir nutzen meinen Geburtstag mal auf den Nachmittag und waschen das Auto nochmal, weil das Ganze nämlich morgen zerlegt wird. Gute Idee. Und ehrlich gesagt wollte ich selber auch einfach mal an der Kamera stehen hier und habe mir gedacht, der René kann mal zeigen, was er kann hier. Ich hoffe, du kommst mit meinem Waschzeug überhaupt zurecht hier. Ja, ich versuch's. ich mach's immer so, ich weiß natürlich nicht, wie ihr das macht, aber ich mache von oben nach unten, weil unten hat man natürlich mehr Dreck und wenn man das umgekehrt machen würde, dann wäre das natürlich nicht so gut. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, denke ich. Ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, die Limo zu waschen. Ich überlege gerade, ob ich ungefähr eine Zahl sagen kann, wie oft ich das Auto schon gewaschen habe in den letzten 10 Jahren. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte auch so getippt, im Schnitt wahrscheinlich einmal die Woche. Nun war das Auto natürlich auch öfter mal immer Langzeit zerlegt. Das heißt, ich denke mal so 30 Mal im Jahr werde ich das Auto mindestens waschen. Auf 10 Jahre sind wir bei 300 Wäschen. Das ist natürlich schon eine Nummer. Wäschst du immer nur mit einem Eimer? Ja. Ist nicht optimal, ne? Nein. Lieber mit 2 Eimer. Weil wir tunken den ganzen Dreck jetzt wieder in unser Waschwasser rein. Okay, und dann, wie machst du das denn mit 2 Eimern? Einen mit klarem Wasser und einen mit Shampoo. Und hier trage ich halt auf ein Auto auf und gehe danach mit dem klaren Wasser in den Eimer. Dann kann sich da nämlich der Dreck drinne sammeln. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ein Eimer für das dreckige Wasser zum Auswaschen. Genau. Und dann geht es mit frischem Wasser wieder weiter. Genau. Damit oder dadurch verringert man halt noch mehr das Risiko, dass du hier irgendwie Schmutzpartikel hast, die hinterher deinen Lack zerstören. Mhm. Das Gute bei schwarzem Lack ist natürlich immer, dass du da die Fliegen nicht so drauf siehst. Bei mir sieht das immer aus wie im Friedhof. Ja, das stimmt. Dafür sieht man bei mir jegliche Wassertropfen. Ja. Ich kontrolliere hier natürlich immer wieder, dass hier sich nicht irgendwo Staubpartikel oder Dreckpartikel in den Lappen gearbeitet haben. Weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn die Limo zerkratzt ist. Das passiert auf der Rennstrecke schon genug. Ja, ich sehe das immer so, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, aber nicht meiner. Ich
glaube, das sind die beschissensten Felgen, die es zum Putzen gibt fast, ne? Mit dem Lappen, ja. Also ich benutze einen Pinsel für meine Felgen. Aber da musst du die wirklich regelmäßig sauber machen, ne? Weil mit dem Pinsel kriegst du ja wirklich nichts ab, was ein bisschen naja, härter drauf ist, wenn oder? Wenn du einen vernünftigen Reiniger hast, sprühst du das, also so wie ich das mache, einmal vor und sprühst es dann nochmal nach, gehst mit dem Pinsel bei und dann ist es auch weg. Mhm. Ja, aber ein Pinsel ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dann muss ich wohl einen Pinsel auch noch mit ins Sortiment nehmen, ne? Wäre ich sofort bei dir, ja. Gerade für so welche mehrspeichigen Felgen ist ein Pinsel echt perfekt. So, jetzt einmal absprühen. Bei Schwarz hat man natürlich immer das Problem, dass du sofort Wasserflecke drauf hast. Das liegt aber auch daran, dass das Wasser in der Waschbox wahrscheinlich sehr kalkhaltig ist. So, wir haben außerdem noch im Portfolio eine Cockpitpflege, einen Detailer, der ist für nach dem Waschen. Dann ein Vorreiniger, den wir gerade benutzt haben. Insektenentferner, den haben wir uns gerade gespart. Und ein Scheibenreiniger. Also eigentlich fast alles dabei, was man für eine intensive Wäsche benötigt. So, sind wir mit Waschen soweit durch, ne? Ja. Jetzt muss er noch einmal getrocknet werden. Genau. Und dann war es das auch für heute. Ich möchte einmal noch mal kurz hier zeigen. So, die Sonne scheint so schön auf das Carbon. Das muss man einfach kurz einfangen. So, der eine sagt dazu Mikrofasertücher, man kann da auch zu Trocknungstuch sagen oder. Diese Tücher gibt es bei uns in drei verschiedenen Größen, sind extrem saugfähig, nehmen viel Wasser auf und gerade in Kombination mit dem Shampoo funktioniert das wirklich sehr gut, wie ihr sehen könnt. Selbst mit einmal rüberwaschen ist das Dach komplett trocken und sind keine Wasserperlen mehr da. Jetzt zum Schluss nehmen wir noch mal das Detailer-Spray auf einen leicht nassen Lappen. Also nass nicht, eher ja, klamm, sage ich mal. Ich sprühe es großflächig auf den Lappen drauf und dann Bauteil für Bauteil. Ich fange jetzt mit der Motorhaube an. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bis heute froh, das Auto einfach nur schwarz lackiert zu haben. Ich habe zwischenzeitlich immer mal überlegt, oh, eine geile Farbe, so rot oder gelb wäre auch cool gewesen. Nee. Aber eigentlich ist schwarz schon... Es ist sehr pflegeintensiv, aber du hast hier jetzt vernünftige Mittel dafür. Aber schwarz ist einfach eine schöne Farbe. Machst du das bei deinem Auto mit dem Detailer auch jedes Mal? Ja. Krass. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das anderthalb Stunden in Summe dauert. Ja, wir gehen jetzt noch einmal das Auto ab. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen amüsiert über uns beide, wie wir hier heute Waschstunde machen. Voll die Profis. Ich hoffe, René, dir hat es auch Spaß gemacht, mein Auto mal zu waschen. Ja. Oh, jetzt wird es hier eben mit dem Sonnenuntergang fast sogar romantisch hier. Ja, an dieser Stelle würde ich mich gerne verabschieden. Vielen Dank für die Hilfe, René. Bitte gerne. Vielleicht wird aus mir doch noch ein professioneller Kameramann. Ich hoffe nicht. Und ich gehe jetzt mit meinen Eltern noch essen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist heute mein Geburtstag. War ein cooler Geburtstag. Endlich mal ein bisschen was anderes gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Video. Ciao.